Aber jetzt würde ich gerne die Bühne übergeben an Marina Zajac, die uns über Digital Personal Branding und noch viel mehr berichtet. Hallo Britta, ja, vielen, vielen Dank. Erste kurze Frage in die Runde, bevor ich loslege. Dadurch, dass bei euch alles immer so schön auf Englisch war, habe ich jetzt einfach mal meine Folien auch auf Englisch gemacht und dachte, das wird die Sprache sein. Wenn ihr sagt, nee, bitte lieber Deutsch, dann kann ich natürlich auch auf Deutsch sprechen. An den Folien kann ich jetzt allerdings nicht mehr ändern. Was ist euch lieber? Ich denke, wir können das in Englisch machen. Das ist ein Thema, was, glaube ich, jeder versteht, was auch eher ein englischsprachiges Thema ist. Wir haben die deutsche Sprache gewählt, um einfach auch mehr Zugang auch hier lokal zu gewinnen. Wir sind eine internationale Community. Also ich denke, das sollte gehen. Ansonsten würde ich auch alle, die das jetzt wenig da Probleme haben, kommen nachher zu mir und ich würde dann nochmal entsprechendes erläutern oder nicht die Slides übersetzen, Marina, das mache ich so nicht, aber sie dann nochmal durchführen. Also gerne auf Englisch, Marina. Okay, wonderful. Then we'll start in English. Hi, my name is Marina. Today I want to talk about one of my absolute favorite topics, which is personal branding. It's one of my favorite topics because it helped me to start my career. I'm self-employed since 6 years now. It really helped me to open doors, to win my first clients, and to have more, be more clear on what I actually want to achieve in my career. And in the end, personal branding is a really strong tool. And today I want to show you a couple of things that are essential in order to start your personal brand and to use this tool for your career. So yeah, as I said, self-employed since 2015, almost right out of university. So far, I trained over 50 CEOs on personal branding, held over 500 trainings on social selling, and I'm the author of Digital Personal Branding on the Courage of Being Visible that was published last year. So it's really a topic that is very close to my heart. And I hope that today I can give you a little bit of inspiration on why this topic is so important to me, why it is so helpful for your career, and to give you a couple of first insights how you can use it. And personal branding in the end consists of two blocks. The first building block is your positioning. It's all about your personality. It's about who you are, where you want to go. And the second half of personal branding is visibility. It's about making this value that you create for others. It's making your personality more visible to people who can profit from it and to people who also can help you achieve your goals. So it's really those two parts. And I want to start with the positioning first. And the important thing if we talk about positioning is to understand what your goal is. Because as we said before, personal branding is not like just something you do for your vanity. It's not something that you do just because it's probably a trend. It's something that helps you build your career. So it's important to get clear on the goal that you have with personal branding first. If you have that, then the second thing you need to see is to understand what your target audience is. So understand who the people are who can profit from your career, and understand who the target audience is that can help you achieve your goals that you set for yourself. This is very important. And it doesn't matter if you are self-employed or if you have a corporate career and you want to climb the corporate ladder, or if you want probably to change career path within that corporate. These are all goals that you can achieve, and you always have certain target groups that can help you do just that. For example, if you say, I just
came back from a sabbatical, and I'm working on corporate communication, but actually I want to transfer probably to corporate learning. Then it's important to, for example, network and be visible with people who are working in corporate learning, with the head of corporate learning, to get in touch with those people. And this is why it's very important to get clear on the audience you want to reach. And the third part that we need to get right is to get clear on our superpowers. Superpowers sound probably very big and very serious, but what I actually mean with it is your network, the people you already know. It's also your skills, it's your experience. And I don't just mean experience necessarily that you gained within your career so far, but also experiences probably outside of the world of work that can help you, that you can bring into the game in order to create the value that you want to create in your career, the impact that you want to have. These are the three building blocks that can jumpstart your personal brand. And I really encourage you to take a white piece of paper and to write down all those things. As Britta mentioned before, once you start writing, you really can create a lot more clearance in your head. So writing is really an amazing tool. If we have these building blocks, then we go on to create something that I call the personal branding pitch. And some of you already heard of the elevator pitch. And of course, this is especially important for startups that are probably are starring on Shark Tank or the German version, Die Höhle des Löwen. It's really important that they can communicate within 30 seconds or even less what value their startup, their product or service create. And it's actually the same with people, and we need to adopt that. Probably you made today already the experience, somebody asks you, oh, okay, so Carolina or Britta, what are you doing? What is your background? And then we usually start to talk and to talk and to talk. It's usually way more than 30 seconds. And sometimes it's difficult for us to really get to the point. It's difficult to really say the things that are interesting for the other person so that our messages really stick in their mind. And therefore, this pitch is so important, because this pitch really helps you to get clear on what you want to communicate about yourself, how you want to position yourself. So this is a very important key piece in our personal brand. And I encourage you to craft that for yourself. And if you answer the three questions before on the slide before, then this should be very helpful to craft this pitch. I brought here an example from somebody working as a internal career coach, somebody in the learning department who is helping people within that company to find the trainings that are necessary for them, that are interesting for them to develop their career further. And a personal branding pitch for them can sound something like, I enable business leaders to build the skill set they need to succeed in the world of work. So the very first thing we need to answer in this pitch is, what value do you create? This is the thing that we should start with. And unfortunately, most people start the other way around. They don't talk about the value they create for others. They start by stating what they have done so far. It's all about, if you, for example, look at LinkedIn profiles, and in this about box, usually you find something like, I'm an experienced manager with 10 years of experience and da 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 da. This is not wrong, but this is very much like an online CV. And usually your audience is maybe not only headhunters, but other audiences you want to reach. So be sure to really target those people and to talk about the value that you create for them. So in our personal branding pitch, we have the value we create. We have the audience for whom are we creating this value. And then the third
building block is how do you do it and why? This is the third question, the superpowers that we talked about on the slide. Make sure to include that as well. We will look at a couple of examples in a minute. And here you could write something like, I see myself as a skill architect. You can start to play around with different words and maybe create something for yourself, something that will help people to really understand what you're doing. And especially if you work in an environment where you have a lot of technical terms or buzzwords, try to really explain them and make them more interesting and more fitting to what you're actually doing. And you can also say why you're doing it. Usually we like to work with people who are passionate. We want to work with people who are really love what they're doing. This event is all about that, I think. So make sure to make that visible in this personal branding pitch. Let people know that you are not doing it to earn money, but you're doing it because you really like it. I brought two examples. This one is from Nina Strassner. She's head of diversity and people programs at Germany, SAP. And she wrote, first of all, the first sentence is diversity is the invitation to the party. Inclusion is being asked to dance, but the goal is each and everyone dancing like nobody is watching. So if you have technical terms, if you have buzzwords that you work with, make sure to explain them. Maybe in the first sentence. And then the second sentence is all about the value that she creates. She writes, with this in mind, I'm driving the SAP diversity and inclusion initiative forward, coming up with new concepts and installing necessary structural changes on our ongoing journey to an inclusive and diverse culture at SAP. So this is how this can work, for example. Another example I brought is from Melanie Kreis. She is the CFO at Deutsche Post DHL Group. And she has also a beautiful pitch where she also adds a little bit of humor. Only because you're in a business environment and only because you're on maybe a business network like LinkedIn, it doesn't mean that it can't be a little bit more fun. Because if you meet each other at a business party, you're also not stiff, just standing there. You add a little bit of personality. And this is what I would like you to encourage as well in this personal branding pitch. She writes, I'm the CFO of Deutsche Post DHL. And no, I don't think I'm in finance is a boring conversation stopper. For me, my job wonderfully touches every part of our business. And then she goes on to explain what kind of value she creates within that role at that company. Also a beautiful example on how to craft your pitch. So this is the first part, the positioning that we need to get right. And the personal branding pitch helps you as a tool to really tie all this positioning into one piece that can go on your LinkedIn profile and that you can use the next time people ask you, so what are you doing? And the second part, I will only touch upon that very shortly because we don't have the time, but I really want to encourage you to make the value that you create more visible. And sometimes it seems like all of the people that you probably admire on LinkedIn or people you admire who talk somewhere at events, that all of them were asked, approached by other people to be there. And yes, sometimes it's that way, but oftentimes these people took visibility into their hands and said, I want to be more visible with my topics. So don't be fooled by kind of all this probably shiny personal brands that you see out there. All of them started very small and they thought about, first of all, what are the channels that I have available to myself right now, like for example, my LinkedIn profile or maybe a website if I'm self-employed, or maybe I can start a podcast and interview people that I admire. By the way, this is amazing to do good networking. If you can give other people a stage, this is amazing. People usually like it if other people give them a stage. So podcasting is a way that you can do that. And everybody can start their own podcast. And then, of course, there are other channels. And I encourage you, if you see a stage somewhere, if you see an event where you say, hey, I can contribute to this event with my topic,
then use it. Just pitch yourself. This is how it's usually done. If you haven't done a lot of personal branding yet, nobody will come up to you and approach you because you're probably not that visible yet. So have the courage to approach those people yourself and to offer them your help. This is something that you can also use within a company. Usually companies have their own corporate blogs and communications teams are very thankful, very grateful if you can add your expertise to their corporate blog. So use it, start small, and don't be shy because this is how it's done. This is how everybody starts. That's so far for me, a small toolbox on personal branding and how you can start. I'd like to stay in touch on LinkedIn, like to connect, and for all the people who are firm in German, this is the cover of my book, Digital Personal Branding, where you can find a lot more tools on personal branding. Prima, super, Marina. Vielen Dank für diesen Überblick und auch die Themen, die wirklich relevant sind und wichtig sind, wie und wodurch wir uns positionieren und was wir eigentlich erstmal reflektieren müssen, damit wir das tun können. Und auch die Beispiele von Nina Strassner ist natürlich ein tolles. Ich denke, viele müssen einfach gucken, auch wie will ich denn gesehen werden und damit es nachher authentisch ist auf der einen Seite, aber auch in die Richtung geht, was wir oft sagen, dass man kann sich ja auch selber ein bisschen positionieren, dass es schon den Weg in die Zukunft geht. Ne? Man muss sich nicht immer an das richten, was man vorher schon gemacht hat, sondern auch, was einen jetzt interessiert und in welche Richtung man möchte. Und da ist man in the own driver's seat im Grunde genommen. Ne? Also das hat unglaublich viele Möglichkeiten, Maria. Und also darüber auch dann ein Buch zu schreiben, ich weiß nicht, wie viele Seiten hat das? Das ist relativ snackable. Also es sind keine 500 Seiten, 180 ungefähr. Ja, okay, aber dann, das ist ja gut. Also das ist einfach mal, das ist einfach ein ganzer Prozess. Das klingt immer so einfach, aber da muss man wirklich in die Tiefe gehen. Sich da heranarbeiten. Und ich glaube, das ist auch nie zu Ende, dieses Es ist nie zu Ende. Das ist das, was es so spannend macht, weil natürlich wir Menschen, wir leben und atmen und genauso tut es unsere Personal Brand natürlich mit uns, weil die sehr stark von unserer Erfahrung, von unserer Persönlichkeit abhängt, die sich ja auch verändert. Das macht es so interessant und ich finde es auch sehr schön, dass du das ansprichst mit es ist ein Prozess und es ist ein Weg. Ich sage immer gerne, klar, am Anfang diese Startenergie, die man braucht, die braucht man. Ne? Also es ist kein Get-Rich-Quick oder so Ansatz. Ich sage immer, man arbeitet zuerst an seiner Personal Brand und dann irgendwann arbeitet die Brand für einen. Es ist wie ein Investment, was man macht. Ja, danke. Hat noch jemand Fragen an Marina jetzt gerade ganz frisch zu dem Thema Personal Branding, bevor wir dann weitergehen zu Julia. Wir können ja auch gerne noch ein bisschen chatten. Ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen da bleiben kannst, Marina. Ich glaube, du wolltest ja auch gerne die anderen beiden Vortragenden angucken. Dann könnt ihr auch da ein bisschen im Chat arbeiten und miteinander austauschen. Ja. Dann gehen wir sonst. Könnt auch die Fragen vielleicht sammeln oder erstmal sacken lassen und vielleicht im Anschluss nochmal fragen. Ansonsten würde ich jetzt gerne die Julia Beverunge fragen, ob sie die Bühne betritt, um über ihre Karriere und warum sie dieses Thema Nachhaltigkeit so interessiert und so passioniert betreibt und auch wie wir alle unsere Karriere nachhaltig gestalten könnten oder sollten vielleicht auch. Also Julia, vielen Dank fürs Kommen und wir freuen uns auf dich. Vielen Dank, liebe Britta. Ich habe meinen Bildschirm mal geteilt. Ich glaube, es funktioniert auch. Ich sehe dich nicken, perfekt. Dann erstmal vielen Dank euch beiden auch für die Einladung.
Ich war ja vor 2 Jahren auch schon mal dabei. Ich finde es Wahnsinn, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Ich habe selber auch sehr davon profitieren dürfen, mit Britta und Carol mich einfach zwischendurch zu unterhalten. Das sind so wertvolle Tipps. Von daher ganz viel Spaß heute und nächste Woche auch allen Teilnehmenden. Ich weiß selber, wie cool das sein kann und hoffe, dass ich heute dazu beitragen kann. So, wir reden heute darüber, wie man nachhaltig Karriere machen kann. Das habe ich von Anfang an immer vorgehabt. Von daher habe ich mir vor 10 Jahren die Frage gestellt, okay, wie komme ich denn zur Nachhaltigkeit? Ich war nicht jemand, der gesagt hat, okay, ich will unbedingt Ärztin werden oder ich möchte unbedingt Lokomotivführer werden, wie auch immer, sondern ich wusste, ich will irgendwas mit Nachhaltigkeit machen. Ich wusste aber auch, dass ich andere Aspekte habe, die mir wichtig sind in meiner Karriere. Und zwar so Sachen wie, dass ich keinen typischen 9-to-5-Job habe, dass ich international arbeiten kann und dass ich kommunikativ arbeiten kann. Und dadurch kam ich zu folgendem Berufsfeld. Ich habe mit Journalismus angefangen. Und vor 10 Jahren im Journalismus war Nachhaltigkeit noch nicht wirklich das Thema. Das war eigentlich generell noch nicht wirklich das Thema. Wenn wir uns an vor 10 Jahren erinnern und überlegen, wie da die Situation war, da war Nachhaltigkeit wirklich eine Nische. Ich habe mir trotzdem gedacht, ich mache das über den Journalismus. Habe es dann darüber angefangen und selbst 2018 war Nachhaltigkeit in der Finanzwelt auch noch nicht angekommen. Also, wir sehen gleich, Nachhaltigkeit hat sich genauso entwickeln müssen wie mein eigener Karriereweg. Und manchmal ist das super spannend, wenn man mit einem Thema wachsen darf. Für mich sogar eine Riesenchance. Also, nochmal 10 Jahre zurück. Ich fange im Journalismus an. Ich habe die klassischen Karrierestationen gemacht. Ich war erst in Praktika, dann habe ich freie Mitarbeitsverträge gekriegt und dann war ich auch an der klassischen Journalistenschule, an einer der großen deutschen Journalistenschulen in München und habe da mein Volontariat gemacht. Ich habe auch richtig coole Themen im Journalismus zu Nachhaltigkeit umsetzen dürfen. Ich war zum Beispiel in Peru und habe mir da angeguckt, wie Frauen Ausbildungen erhalten im Sinne von Social Entrepreneurship, um am Ende als Bäckerin selber Bäckereien verwalten zu können. Ich habe mir angeguckt, wie EU-Regulation in Berlin und in Brüssel umgesetzt wird. Ich durfte verschiedene Länderchefs interviewen und habe da gezielt auch einen Einblick gekriegt, wie Nachhaltigkeit vor 10 Jahren umgesetzt wurde. Ich habe damals auch mit einem CSU-Politiker gesprochen zum Lieferkettengesetz. Da hieß es, nee, also als EU kriegen wir nie hin. Das können wir nicht machen. Der Druck besteht gar nicht. Und jetzt haben wir Lieferkettengesetze, wo geguckt wird, dass wir faire Arbeitsbedingungen haben für alle. Also die Zeiten haben sich wirklich gewandelt. Und ein anderes Thema, was mir unglaublich Spaß gemacht hat, war, ich durfte Margaret Atwood interviewen, also große feministische Autorin, die den Report Der Markt auch geschrieben hat. Und obwohl ich diese Highlights in meiner journalistischen Karriere hatte, habe ich gemerkt, okay, irgendwas fehlt mir hier. Und das ist eine Frage, die ich finde, sich immer wieder gestellt werden sollte. Bin ich an dem Punkt, wo ich dachte, das ist genau der Traum, bin ich da wirklich im Traum drin? War ich mit dem Journalismus nicht. Ich war in der Nachhaltigkeit, aber im Journalismus kam ganz oft der Satz, Nachhaltigkeit hatten wir diesen Monat schon. War mir nicht genug. Also habe ich mich umgeguckt, was kann ich noch machen und habe hier dieses schöne Bild einer meiner Lieblingsbibliotheken mitgebracht. Ich bin in die Forschung gegangen. Ich durfte für die LMU und für die LSI mir wirtschaftliche Zusammenhänge angucken seit dem 16. Jahrhundert, habe ganz viele Daten gewälzt und habe mir angeschaut, okay, wie kann ich denn zum Beispiel erfahren, was in Nachhaltigkeit in den letzten 100 Jahren passiert ist? Das heißt, ich habe mir zum Beispiel angeguckt, wann gab es die ersten Female Entrepreneurs, aber auch, wie kam Bildung in die Masse? Also wie war es möglich, dass jedes Kind überhaupt zur Schule gehen kann? Da habe ich mir wieder gedacht, okay, ich gucke hier von außen zu, super spannende Themen, aber ich brauche mehr. Ich brauche irgendwie so einen Hebel, wo ich selber was mit verändern kann. Ich habe mir wieder die Frage gestellt, reicht es mir? Ich habe ja vorher schon so ein bisschen gemerkt, okay, es hakt so ein bisschen und bin dann ins Consulting eingestiegen. Ich habe im Asset Management Consulting angefangen und habe gemerkt, okay, dieser Hebel, den die Finanzwelt auf Nachhaltigkeit haben kann, sowas, was wir diese Woche gesehen haben mit Shell, wo Investoren sagen, nee, ihr seid mir nicht Nachhaltigkeit treu genug, bitte ändert das mal. Das ist meine Welt. In der arbeite ich auch jetzt. Ich habe sofort Feuer und Flamme dafür geschlagen und dachte, okay, jetzt bin ich an dem Platz, wo es mir richtig gut gefällt.
Ich bin mittlerweile beim dritten Unternehmen in dem Bereich, einfach weil ich mir auch immer wieder die Frage gestellt habe, kann ich hier wachsen? Habe ich die Möglichkeit, hier das umzusetzen, was mir wichtig ist? Habe ich hier die Internationalität? Kann ich weiter reisen? Während Corona können wir es alle nicht. Und kann ich hier auch Sachen aufbauen? Und jetzt bin ich bei einem Arbeitgeber, bei Climate Partner, der von 50 Mitarbeitern letztes Jahr mittlerweile bei über 200 Mitarbeitern ist. Und ich darf dort quasi mein Startup im Startup leiten und Finanzlösungen, die gleichzeitig klimaneutral sind, überhaupt erstmal entwickeln in einem eigenen Team. Das heißt, ich habe meinen Platz gefunden. Ich bin super glücklich mit meinem aktuellen Job und habe mal so ein paar Learnings mitgebracht für diejenigen unter euch, die sagen, okay, Nachhaltigkeit, für mich eigentlich auch eine spannende Sache. Also, was sind da so wichtige Punkte für mich? Was man sich auf jeden Fall überlegen sollte, wenn man in die Nachhaltigkeit wechselt, ist, wir haben ganz viele Gesichter. Wir haben jetzt gerade schon drei gesehen, Journalismus, Forschung und dann die Finanzseite. Es gibt aber auch noch die Corporate-Nachhaltigkeit, was man so kennt von der Nachhaltigkeitsberichterstattung und vom Nachhaltigkeitsmarketing auch, auch super interessant. Und es gibt natürlich auch die NGOs. Wir haben überall unterschiedliche Motivationen, warum das Ganze umgesetzt wird. Und wir haben unterschiedliche Teams und Aufgaben. Ich finde alles super faszinierend, aber auch hier sollte man sich wirklich vorher fragen, was passt denn zu mir selbst? Bin ich jemand, der in einem großen Team arbeiten möchte? Brauche ich, wie ich jetzt, 200 Leute um mich herum, die auch alle sagen, ja, Nachhaltigkeit finde ich cool? Oder bin ich glücklich damit, wenn ich die eine Person im Unternehmen bin, die die ganze Zeit sagt, Leute, trennt doch mal bitte den Müll? Was ich auch sagen möchte, ist, wir haben wirklich ein tolles Momentum für Nachhaltigkeit. Durch öffentliche Aufmerksamkeit auf Aktionen wie Fridays for Future, Generationenwechsel hin zu den Millennials oder auch zur Generation Z und neue Standards, wie zum Beispiel die EU-Taxonomie, also das größte Regelwerk in der Finanzwelt für Nachhaltigkeit, ist nachhaltig jetzt ein Muss für Unternehmen. Jeder muss es umsetzen und darüber berichten. Es gibt aber noch keinen Status quo. Also wir sind nicht festgefahren. Wir haben noch nicht die eine Lösung in der Nachhaltigkeit, die abgehakt werden muss, sondern wir können sagen, wir arbeiten da jetzt mal mit. Und deshalb ist Nachhaltigkeit auch ein Bereich, wo wahnsinnig viel Kreativität im Moment möglich ist und was es für mich super interessant macht. Okay, wenn ich mir jetzt überlege, ich möchte wirklich Vollzeit in die Nachhaltigkeit rein, was für Möglichkeiten habe ich? Wir sind ja alle hier, weil wir schon super interessante Backgrounds haben. Und gerade im Nachhaltigkeitsbereich kann man die immer nutzen. Aber wie auch sonst auch, gibt es eben immer diese Frage mit, haben Sie das schon mal gemacht? Das kann man im Nachhaltigkeitsbereich sehr gut beweisen. Und ich habe sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die diesen Weg eingeschlagen sind. Die haben 20 Jahre Karriere zum Beispiel im Tourismus gemacht oder als Sales Rep und haben dann einen Kurs danach gemacht, zum Beispiel bei den UNPRI, also den United Nations Principles for Responsible Investment oder beim ESG Analyst und haben darüber dann zeigen können, okay, ich habe nicht nur meine Arbeitserfahrung, sondern ich habe auch ein Wissen in Nachhaltigkeit und es hat funktioniert. Warum funktioniert das in dem Bereich? Also im Maschinenbau funktioniert das ja normalerweise nicht, weil wir einen riesen Bedarf haben. Nachhaltigkeit ist ein Thema, zu dem viele Unternehmen jetzt gezwungen werden. Die brauchen Expertinnen und Experten, die gibt es noch nicht in der Breite. Also werdet selber Expertin. Ich finde, es lohnt sich. Auf dem Weg dahin gibt es ein paar Standards, die für uns alle interessant sind. Auch wenn man in ganz anderen Bereichen ist und sagt, okay, ich möchte mich einfach mal zu dem Thema Nachhaltigkeit einlesen, dann sind das so meine Lieblingsstandards auf der Nachhaltigkeitsbreite. Und wie man sieht, das sind schon eine Menge. Also das sind meine Lieblingsstandards. Es gibt noch viel, viel mehr. Hier haben wir zum Beispiel die TCFD. Das ist eine Klima-Initiative, die von Michael Bloomberg gegründet wurde. Die UN-SDGs liegen mir ganz arg am Herzen, also die United Nations Sustainable Development Goals oder auch der United Nations Global Compact, der zum Beispiel besonders einen Fokus auf Klimaschutz, keine Zwangsarbeit und keine Kinderarbeit legt. So, was macht Climate Partner in dem Bereich? Also wie gesagt, uns gibt es schon eine Weile, aber wir wachsen gerade irre, weil Nachhaltigkeit genau jetzt wichtig wird.
gibt uns seit 2006. Letztes Jahr waren es noch 50 Mitarbeitende. Wir haben diesen Monat unsere 240. Person eingestellt. Wir haben über 3.500 Kunden in 35 Ländern und wir geben eben die Möglichkeit, mit Software as a Service Klimaschutz in jedes Unternehmen zu implementieren. Wie machen wir das? Wir haben 5 Schritte zur Nachhaltigkeit. Und zwar gucken wir uns erstmal an, was sind die Emissionen vom Unternehmen. Dann gucken wir uns an, wenn gewünscht, was sind die Emissionen der einzelnen Produkte. Dann gucken wir uns an, wie kann man das Ganze angehen und verbessern mit Klimastrategie und Reduktion, mit Kompensation, also dem Offsetting, wo ich sage, okay, so viele Emissionen habe ich jetzt. Ich kaufe ein Zertifikat von einer NGO oder von einem Unternehmen, das ich fördere, das Emissionen aktiv und erwiesenermaßen einspart. Und ich setze diese gleich und habe dadurch dann zumindest was Gutes gemacht auf meinem Weg zu weniger Emissionen insgesamt. Am Ende helfen wir auch mit der Kommunikation. Klimaneutralität ist ein kompliziertes Thema und wir haben da eben die wissenschaftlichen Hintergründe, um auch sagen zu können, okay, damit könnt ihr dann auch an die Öffentlichkeit treten. Wir sind in dem Bereich zertifiziert. Greenwashing ist ja auch ein Riesenpunkt. Da habe ich auch selber geguckt, immer in den Unternehmen, wo ich war, dass das auf keinen Fall irgendwie damit in Zusammenhang steht. Wir sind TÜV geprüft, PwC geprüft und richten uns zum Beispiel am Goldstandard aus. Wir haben nicht nur Klimaschutz in unseren Projekten, sondern wie gesagt, eines meiner Lieblingskonzepte, die UN SDGs. Das heißt, auf der einen Seite werden Emissionen eingespart und auf der anderen Seite werden aber auch andere Aspekte umgesetzt. Ich kann mal zeigen, wie sowas aussieht. Wir haben hier die ganzen Projekte, also die Überkategorien, die wir anbieten. Wie gesagt, sind über 100 Projekte. Und dann kann man zum Beispiel sagen, man schützt den Wald. Also es gibt ja dieses klassische, ich pflanze einen Baum. Das ist noch viel besser, wenn ich den Baum stehen lasse, der da schon steht. Wie kann ich das machen? Zum Beispiel, indem ich verhindere, dass für sauberes Trinkwasser, für gesundes Trinkwasser Bäume gefällt werden, damit das Wasser gekocht werden kann, sondern indem ich sage, okay, ich stelle hier saubere Trinkanlagen bereit oder auch Wasserfilter. Das hat auch einen coolen Gender-Effekt, weil wenn Holz nicht mehr gesammelt werden muss, dann müssen Frauen auch nicht mehr in den Wald. Weil, wie wir alle wissen, solche Aufgaben sind immer noch sehr blöd verteilt. Von daher sind es meistens Frauen, die dann eben in den Wald müssen oder Kinder. Sowas verhindern wir, stellen sicher, dass die in die Schule gehen können, dass Frauen einen Beruf ausüben können und haben dann die Möglichkeit, neben den Emissionen noch andere Entwicklungsziele zu erreichen. Genau. Vielen Dank. Wir hatten schon sehr viel zu Austausch. Also wenn noch jemand Fragen hat, wie kann ich das dann im Job, im Privaten auch umsetzen mit der Nachhaltigkeit, gerne bei mir melden. Wir können da auch gerne noch weiter drüber diskutieren. Und vielen Dank für die Zeit heute und noch ganz viel Spaß bei der weiteren Veranstaltung. Vielen, vielen Dank, Julia. Das war wirklich ein großartiges Präsentation und auch die Werte, die dahinter stehen. Ich denke, Gott sei Dank ist dieses Thema mittlerweile so präsent und wir versuchen das auch. Wir haben eben das Ikigai mal beleuchtet für alle die, die nicht in der Mentor Lounge waren. Bewegt sich die Welt hin und wohin bewegen wir uns oder beziehungsweise wohin müssen wir uns auch bewegen? Und die SDGs helfen uns auch mit End Ahead, Gender Balance, Economic Growth, wir brauchen Talente. Und wir sind auch sehr dankbar dafür, Julia, dass Climate Partner auch diese Veranstaltung hier sponsert und Carbon Neutral gestaltet. Wir werden im Anschluss ja eine Analyse starten, wie viel Emissionen wir hier ausgestoßen haben durch das ganze Zuschalten etc. Und werden dann mit einem Projekt gematcht, um die nicht verhinderbaren Emissionen sozusagen dann auszugleichen. Und wir freuen uns darüber und werden auch darüber dann noch berichten im Anschluss. Und auch für alle, wir haben ja ein digitales Journal. Wer das nicht bekommen haben sollte aus irgendwelchen Gründen, bitte melden. Da sind auch nochmal, gibt es eine Position von Climate Partners, aber auch von Cosnova,
zwei Positionen, die, die einfach ja, im Moment vakant sind. Ihr habt alle gesehen, Climate Partners wächst täglich, 240 Mitarbeiter mittlerweile. Da ja, gibt es vielleicht interessante Möglichkeiten. Also bitte reingucken in das digitale Journal. Da findet ihr auch Ikigai, Personal Branding, all die Themen, die hier angesprochen werden. Und nächste Woche geht es ja dann weiter. Also danke nochmal, Julia, für dein Kommen, auch als Mentorin dabei zu sein. Und wir freuen uns ganz, ganz besonders über diese Partnerschaft. Gleichfalls. Ja, und dann haben wir nun, last but not least, für tomorrow, für heute zumindest, vor dem Wochenende, und da freue ich mich ganz besonders, Carina, weil du bist hier last minute eingestiegen, nicht weil wir händeringend noch gesucht haben, sondern weil wir eine gemeinsame Freundin haben, die Bärbel Schäfer, die gesagt hat, also Britta, die Carina, die musst du da einwählen, die passt so gut in das Thema, weil es geht ja bei Karriere, ob man eine Pause genommen hat, Wiedereinstieg, Neuerfindung. Wir haben das ja heute alles gehört vielfach, wie unterschiedlich Karrieren sich gestalten können. Und du hattest den Mut, nach einer Karriere, die dir ja eigentlich sicher war und die auch weiter bergauf gegangen wäre und sich hätte weiterentwickeln können, irgendwann zu sagen, irgendwo fehlt da was. Du hast da reingeguckt, Carina, und ich bin sehr froh, dass du uns heute davon berichtest, wie das war und was du heute machst. Und danke für dein Kommen und dass du hier unseren Raum heute bereicherst. Vielen Dank, liebe Britta. Ich freue mich sehr, hier dabei zu sein, und ich möchte euch gerne teilhaben lassen an meinem ganz persönlichen Weg, also an meiner ganz persönlichen Entscheidung, die ich getroffen habe, dass eine Karriere tatsächlich nicht genug ist, sondern dass da auch noch Zeit, Raum und Energie bei mir war, eine ganz andere Karriere zu starten. Vielleicht einmal ganz kurz dazu, was habe ich vorher in meiner alten Karriere gemacht? Ich habe Wirtschaftswissenschaften, Psychologie und Publizistik studiert, bin dann sehr schnell beim Fernsehen gelandet, da wollte ich auch sehr gerne hin, habe da einige Jahre als Reporterin gearbeitet, habe auch als Moderatorin gearbeitet. Und bin dann relativ schnell so hinter die Kamera gegangen und habe da eine Managementkarriere gemacht. War dann mehrere Jahre bei ProSiebenSat.1, war da Redaktionsleiterin, dann Chefredakteurin von ProSieben. Irgendwann dann Senior Vice President Factual und Chefredakteurin der ganzen Sendergruppe. Das heißt, ich habe da alle Formate verantwortet, die jetzt nicht gerade die große Show sind oder fiktional sind, aber war eben für alle anderen Formate verantwortlich. Hatte etwa 200 Mitarbeiter in meinem Team, direkt da vor Ort, plus natürlich noch externe Produzenten, die dann auch für mich beziehungsweise für diesen Bereich dann auch gearbeitet haben. Und dann gab es schon mal den ersten Bruch, den möchte ich euch auch erzählen, weil der auch wichtig ist dann für die Entscheidung, die ich schlussendlich getroffen habe. Ich bin für ein Jahr gereist. Mein Mann hat einen LKW selber ausgebaut und irgendwann haben wir dann gesagt, komm, wir reisen. Wir fahren jetzt mal 13 Monate durch die Welt, und das haben wir auch gemacht. Und während dieser Reise, da ist dann schon ganz klar bei mir die Erkenntnis gewachsen, also richtig gerne in Konferenzräumen sitze ich eigentlich gar nicht. Und ich sitze auch gar nicht so gerne in Fernsehstudios, sondern ich bin wahnsinnig gerne in der Natur unterwegs. Ich bewege mich sehr gerne, ich bin Sportlerin. Und warum mache ich das nicht eigentlich mehr? Und dann kamen wir zurück und dann war natürlich die Unsicherheit da. Mensch, irgendwie muss ich jetzt nach so einem Jahr auch wieder Geld verdienen. Und da war ich noch nicht so weit, dann wirklich den Mut zu fassen und ganz auszusteigen, sondern habe dann gedacht, Mensch, was kannst du? Du kannst Fernsehen. Und habe dann doch noch mal wieder beim Fernsehen angefangen, habe dann eine Produktionsfirma aufgebaut für die Studio Hamburg Production Group. Hier in Berlin eine Dependance als Geschäftsführerin. Das lief auch gut. Es waren dann 40 Mitarbeiter und ich war nicht glücklich. Ich habe gedacht, das ist doch eigentlich genau das, was ich machen möchte, aber so richtig zufrieden war ich in meinem Leben nicht. Ich hatte das Gefühl, dass meine Geschichte beim Fernsehen, diese Karriere, dieser Weg, dass der für mich ganz persönlich, dass der auserzählt war. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Jetzt bin ich
das vorwegzunehmen, ärztlich geprüfte Fastenleiterin. Ich biete Fastenwochen, ganzheitliche Fastenwochen hier in Brandenburg an. Wir haben vor ein paar Jahren dann auch hier draußen einen alten Vierseitenhof gekauft. Und ich wandere jetzt nicht nur mit Menschen durch die Gegend, sondern ich möchte davon auch leben. Das ist also nicht nur eine romantische Vorstellung gewesen, sondern ich baue ein Unternehmen auf, baue eine Lifestyle- und Wellbeing-Marke auf, die nennt sich Sunnyside Fasten und Retreats. Und unter dieser Marke biete ich eben auch diese Fastenwochen an. Wie kam es dazu? Dieser Wandel, dieser Beginn der zweiten Karriere, den kann ich im Großen und Ganzen in drei Phasen unterteilen. Die erste Phase ist die Phase der Erkenntnis gewesen. Die zweite Phase ist die Phase der Entscheidung. Und die dritte Phase, in der bin ich jetzt immer noch, ist die Phase der Neuentwicklung und der Umsetzung meiner neuen Pläne. Und ich erzähle euch jetzt mal ganz persönlich, wie ist denn die Erkenntnis überhaupt entstanden? Ich faste selber sehr gerne, seit vielen Jahren, seit 20 Jahren ist das Fasten für mich eine Auszeit, die mir immer wieder Kraft gegeben hat, die mir auch Energie zurückgegeben hat, wenn ich vor beruflichen besonderen Herausforderungen stand, wenn ich gemerkt habe, es ist Zeit, Entscheidungen zu treffen, etwas zu verändern. Und ich hatte euch ja schon gesagt, ich hatte das Gefühl, nicht mehr wirklich glücklich zu sein, sondern vielmehr glücklich sein zu spielen. Und zwar so überzeugend zu spielen, weil ja alle so begeistert auch von meiner eigentlichen Karriere waren, dass ich mir das selbst geglaubt habe über lange Zeit. Aber dann kam Schlaflosigkeit dazu. Ich habe nicht mehr gut geschlafen. Ich habe gemerkt, diese Belastung des Unternehmens, der vielen Mitarbeiter, das liegt schwer auf meinen Schultern und das, was ich tue, entspricht nicht wirklich meinen Bedürfnissen. Dann bin ich bei einer Fastenwoche gewesen und ich wollte in dieser Fastenwoche auf La Palma wieder Energie sammeln für meinen eigentlichen Beruf, eben als Geschäftsführerin dieser Produktionsfirma. Und das ist mir nicht gelungen. Es ist mir gar nicht gelungen. Aber es ist etwas passiert und das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Moment, eben diese erste Phase der Erkenntnis. Es ist bei einer Yoga-Session passiert, dass mir auf einmal die Erkenntnis gekommen ist, ich muss es ja gar nicht tun. Ich muss jetzt nicht Energie dafür sammeln, in meinem alten Beruf wieder mehr Freude und mehr Kraft zu haben, sondern ich kann es auch einfach lassen. Ich war nie gewohnt in meiner alten Karriere, das Seinlassen zu feiern. Es wird immer nur gefeiert, was man erreicht. Ja, also es wird gefeiert, du hast das toll aufgebaut, du hast das toll gemacht, du hast das toll bekommen, du hast das toll. Ne? Es geht immer um etwas dazu kriegen, festhalten, schaffen. Etwas mal loszulassen, das wird so selten gefeiert. Und in dem Moment habe ich gespürt, was für ein guter Moment, wie viel Kraft in diesem Loslassen steckt. Ich glaube, in dieser Phase ist es extrem wichtig, diese Gedanken mal zuzulassen. Wenn ihr das Gefühl habt, vielleicht nicht am richtigen Ort zu sein, nicht das Richtige zu tun oder einfach Lust habt, etwas Neues zu starten, dann lasst alle Gedanken mal zu und lasst euch den Raum oder schafft euch einen Raum, bei mir war es diese Fastenwoche, euch mal auf die Ideen, die ihr vielleicht habt, die ihr vielleicht für verrückt haltet, einzulassen. Und dann kam der Moment der Entscheidung. Und ich muss ehrlich sein, diese Entscheidung ist in diesem Moment, als die Yoga-Lehrerin sang und mir tatsächlich die Tränen gekommen sind, in diesem Moment ist die Entscheidung gefallen. Und zwar ohne, und ich hoffe, alle Freundinnen, Freunde, Familie, Mann, die das hören, ohne den Ratschlag der anderen. Es war meine Entscheidung und gerade zurückblickend war das der Moment, in dem ich mich dann auch entschieden habe. Die Konkretisierung und das Ziel zu definieren und was mache ich denn genau, das kam dann später. Aber die Entscheidung ist tatsächlich da gefallen. Und auch da schließt sich ein Ratschlag von mir an, triff einfach die Entscheidung. Ob sie gut ist oder nicht, wird sich ohnehin erst später herausstellen. Ja, das lässt sich nicht rein gedanklich alles überprüfen. Die Entscheidung zu treffen und zwar sie sofort zu treffen, wenn sie sich irgendwo gerade eröffnet, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann, und das ist auch wirklich entscheidend und das möchte ich auch ganz ehrlich und offen mit euch teilen, dann kamen die Sorgen, dann kamen die Ängste.
wie geht es mir finanziell? Ich habe sehr gut verdient in meinem alten Job als Managerin. Wie wird es mir gehen, wenn ich auf einmal gar nichts mehr verdiene? Ich war über lange Zeit für unser Haushaltseinkommen zuständig. Mein Mann ist freiberuflich tätig, auch freiberuflich tätig. Der schreibt Drehbücher. Das dauert manchmal Ewigkeiten. Er verdient da nicht viel. Was mache ich mit meinem Lebensstandard? Das zweite war, enttäusche ich die Leute, die an mich glauben, wenn ich jetzt einfach gehe? Ja, ich hatte gerade diese Produktionsfirma aufgebaut. Darüber steht ein Konzern. Da gab es Menschen, die meine Mentoren sind. Enttäusche ich die, wenn ich jetzt diesen Weg verlasse? Was ist auch mit Familie, Freunde, Eltern? Ja, können die das nachvollziehen oder gehe ich jetzt einen einsamen Weg? Und das Dritte, was für mich eine echte Herausforderung und auch eine Angst war, ist, welche Rolle spiele ich denn jetzt eigentlich im Leben? Ja, nicht im Sinne von schauspiele ich, sondern ich habe über 20 Jahre meine Karriere davor aufgebaut. Ich hatte da eine relativ einflussreiche Position. Wird mir was fehlen? Wie geht es mir, wenn ich dann in Brandenburg im November bei Regen durch die Gegend marschiere mit meinen Fastengästen und nicht mehr irgendwie auf dem roten Teppich stehe oder eine große Fernsehproduktion leite? Fühle ich mich da wertlos? Ist es dann irgendwie enttäuschend? Ich kann euch sagen, alle Sorgen haben sich aufgelöst. Und zwar nicht von ganz alleine, sondern weil ich ihnen ganz ehrlich und offen begegnet bin. Ich habe rational darüber nachgedacht, wie viel Geld brauche ich tatsächlich und wie viel ist eigentlich nur Luxus? Und da stellte sich relativ schnell heraus, dass ich gar nicht so viel brauche. Ja, also einen gewissen Lebensstandard wollte ich natürlich erhalten, aber es ist doch deutlich weniger, als es eigentlich war. Natürlich habe ich Glück, mein Mann hat dann auch noch einen anderen Job dazu gemacht, damit wir erstmal in der Übergangsphase auch davon leben konnten. Aber das lief alles ganz wunderbar. Die Enttäuschung, ja, die habe ich ausgelöst, teilweise. Die Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, waren im ersten Moment enttäuscht, glaube ich. Aber es ist auch das Ende der Täuschung und das war auch ganz gesund. Und alle haben gemerkt, mit wie viel Leidenschaft ich dahinter stehe und wie wichtig mir diese Veränderung ist. Und so ist dann auch oder ist mir dann auch ganz viel Unterstützung entgegengebracht worden. Ich würde sagen, insgesamt ist das Feedback und die Unterstützung, die ich bekommen habe, deutlich größer als die Zweifel oder die Abwertung, die ich von ganz, ganz wenigen Menschen erfahren habe. Die Rolle im Leben und auch die Sichtbarkeit, da fehlt mir wirklich gar nichts. Ganz im Gegenteil. Das Feedback, das ich jetzt von meinen Gästen hier und von meinen Kundinnen bekomme, das ist so herzlich, das ist so intensiv und ich bin so zufrieden mit dem, wie ich jetzt leben darf, vor allen Dingen jetzt, wenn es hoffentlich mit Corona wieder besser wird, dass ich alles bekomme, was ich brauche und viel, viel mehr. Das freut mich sehr und das ist das ist etwas, was mir auch immer wieder bestätigt. Es hat sich gelohnt für mich, diesen Schritt zu gehen. Und man kann einen Schritt gehen und nochmal ganz von vorne anfangen. Also Carina, danke. Wir müssen jetzt langsam zum Abschluss. Aber dass es sich lohnt, ist eine tolle Nachricht. Hast du noch einen Schlusssatz zum Wrap-up? Ich möchte nicht sehr unhöflich sein. Aber nein. Alles gut. Ich bin auch weitestgehend durch. Ich würde euch, glaube ich, nur einfach gerne einmal zusammenfassen, wenn ihr eine Veränderung plant, wenn ihr jetzt eine zweite Karriere plant, was sind die Punkte aus meiner Erfahrung, die wichtig sind? Erstens, erkennt den Status quo. Lasst zu, wie geht es euch wirklich? Zweitens, trefft eine Entscheidung, setzt ein klares Ziel. Drittens, entscheidet euch für einen Weg. Wie sieht der Weg aus, den ihr gehen möchtet? Viertens, macht euch klar, warum ihr das tut. Das braucht ihr in Zeiten, wo ihr zweifelt. Und fünftens, macht es sofort.